Ihr werdet euch noch wundern, was ich euch zeigen kann. Touristenhotspot Stephansdom und auch den Rathausmann. Aha. 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 Und sehen mich die Leute mit großen Augen an, dann sag ich, hey ihr Lieben, ich bin der Kameramann. Für Okto da im Kabel, da mache ich eine Show, die zeigt euch bisschen was von Kunst, Kultur und so. Für Okto da im Kabel geht Stadtstreicher auf Tour und bringt euch Mensch und Tier mal nah mit mächtig viel Bravour. Was passt besser zu Ostern als die Kalvarienbergkirche? Über eine gestiegen gelange ich zum Herzstück der Kirche, einem Kalvarienberg. Dieser Kalvarienberg stellt keinen normalen Kreuzweg dar, sondern vor der Kreuzigungsgruppe sehen wir zunächst einmal die sieben Todsünden in Motive aus dem Kreuzweg verpackt. Nach der Kalvarienberg- oder Kreuzigungsgruppe sehen wir Maria, die Tugenden lehrt. Und ebenfalls wieder in Szenen aus der Kreuzigungsgeschichte verpackt. Und bei der Kalvarienbergkirche gibt es auch den Kalvarienberg Ostermarkt. Ob Indianer auch Ostern feiern? Bei diesem Stand am Ostermarkt sind sie auf jeden Fall vertreten. Langohren aus Plüsch lassen natürlich Kinderherzen höher schlagen. Und nicht alles, was lange Ohren hat, muss ein Osterhase sein, wie man hier sieht. Zu Osterzeiten wie diesen allerdings die meisten Langohrigen sind Hasen. Was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Ich glaube, erschöpfend werden wir diese Frage diesmal auch nicht klären können. Ansonsten das übliche Bild, einiges zum Naschen, zum Essen. Und natürlich auch zum Trinken. Tja, wo bin ich da wieder gelandet? Hinter mir ein ganz toller Turm. Und wir werden uns gleich anschauen, was das wirklich ist und vor allem, was es mit Ostern zu tun hat. Der Turm gehört zur Rosenburg, die ich euch ja schon einmal im Rahmen des Mittelalterfestes ausführlich vorstellen durfte. Und dort gibt es auch einen Ostermarkt. Raben hatten wir ja bei der Greifvogelflugschau dann auch zu sehen. Und Rabengold, das bedeutet etwas Gutes für den Gaumen in flüssiger Form. Hier am Ostermarkt in der Rosenburg zu bekommen. Fortbewegungsgeräte für Schwiegermütter, das schau her. Ja, und dem Charakter der mittelalterlichen Burg entsprechend gibt es auch Wild hier zum Genießen. Verlockungen aller Arten für den Gaumen hier am Ostermarkt in der Rosenburg. Von wegen alt und verrostet, das muss so sein, sonst ist es nicht authentisch. Auch diese Dekorationsobjekte kann man auf der Rosenburg beim Ostermarkt erhalten.
Und hier habe ich jetzt endlich auch auf der Rosenburg den Osterhasen entdeckt, wenn auch nur aus Holz. Ja, und nach diesem Besuch auf dem Ostermarkt auf der Rosenburg genießt mit mir die Greifvogel-Vorführung eben dort.